Die Schlagersängerin Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 in Asbach geboren. Die Tochter eines gebürtigen Kroaten heißt mit bürgerlichem Namen Vanessa Mandekić, ihren Künstlernamen wählte sie nach ihrem Geburtsmonat. An der Seite ihres Vaters, der Musiker ist, hatte sie bereits als Kind ihre ersten Gesangsauftritte. Trotz ihres Traums, Sängerin zu werden, machte Vanessa Mai eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Im Sommer 2012 stieg sie als Frontfrau in der Schlagerband Wolkenfrei ein. Mit der ersten Single Jeans, T-Shirt und Freiheit und dem Album Endlos verliebt ging das Trio auf Schlager des Jahres Tour. Bereits das zweite Wolkenfrei-Album veröffentlichte Vanessa Mai alleine, da die beiden Gründungsmitglieder Mark Fischer und Stefan Kinski sich aus der Band zurückgezogen hatten. Mit der Single Wolke 7 Apostroph eroberte die Sängerin Platz 1 der Schlagercharts. Seit Ende 2015 tritt Vanessa Mai nicht mehr als Wolkenfrei, sondern unter ihrem eigenen Namen auf. Im April 2016 veröffentlichte sie ihr Album Für dich, das Dieter Bohlen produzierte. Gemeinsam mit dem langjährigen Juroren saß Vanessa Mai 2016 bei der RTL Casting Show Deutschland sucht den Superstar in der Jury. An der Seite von HB Baxter und Schlagerkollegin Michelle wurde sie zur jüngsten DSDS-Jurorin aller Zeiten. Im Frühjahr 2017 ging Vanessa Mai mit ihrem Tanzpartner Christian Polank bei der RTL-Tanzshow Let's Dance an den Start. Vanessa Mai ist seit 2013 mit ihrem Manager Andreas Färber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, liiert. 2016 verlobte sich das Paar, im Juni 2017 heirateten sie. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.